Das drittletzte Rennwochenende der Saison und damit hallo-allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Auf nach Monza bei Trockenheit. Die Reifen und tanken. Fertig. Komm schon. Jetzt sind wir nicht erst dran. Fertig. Nicht mal Zweiter. Naja, immerhin auf dem Podium. Teilnehmer 1, beginne Datenaufzeichnung. Und auf einmal 3. Hinter uns ist ein Ferrari. Ein Ferrari. Mir fehlt eindeutig eine ganz andere Farbe oder zwei Farben um uns herum. Machen wir keine Unterbodenabnutzung? Mittlerweile sind es 8 Autos. Und eins davon hat eine schwarze Flagge, weil es durchs Kies gefahren ist. Oh, ist das Risiko hinter uns? Vielleicht kann er ja heute einen Punkt abgreifen. Eindeutig etwas zu spät. Mehr bremsen, ansonsten gibt es eine schwarze Flagge. Was schon mal gut ist, wir können den Benetton hinter uns halten und zwar auch mit Abstand. Wir können den Abstand vergrößern. Das ist schon mal ein Zeichen für, wir werden nicht letzter sein. Aber gut, wir haben ja auch schon mit dem Airbus bewiesen, dass man damit auch Punkte holen kann. Insofern ist das sowieso mehr oder weniger hinfällig. Aber es soll ja auch Tage geben, wenn es Tage gibt, wo es richtig gut läuft, wo es eben auch nicht so gut läuft. Könnte hier und heute der Fall sein. Eins Komma eine Sekunde schneller. Mit der zweiten Schikane war ich jetzt aber auch ziemlich langsam, also da liegt auch noch Zeit, schätze ich. Ich gehe mal davon aus, dass wir an diesem Rennwochenende mal wieder eine Einstopp-Strategie sehen. Gut, hatten wir auch am letzten Rennwochenende. Aber da lief es ja auch sehr überraschend, sehr gut.
Dass der Abstand selbst hinter Physikella dann noch so groß war. Nicht schlecht. ,453. Da geht mehr. Das war gefühlt schon mal eine ganze Ecke schneller. Oh. Naja, ist immerhin eine Ecke. Wie groß die Ecke ist, habe ich nicht gesagt. Stellt euch mal vor, eine Ecke wäre ein Tausendstel, dann sind das jetzt 35 Ecken, ist das eine ganze Ecke. Eine ganz schön große Ecke. Ja, der zweite Gang war nicht gut. Oh, Vorsprung eingebüßt. Wenn ich einen Ticken eher aufs Gas gehen kann. Vorsprung ausgebaut, sehr schön. Bennett ist mittlerweile abgebogen, der ist nicht mehr hinter uns zu sehen. Okay. Schon, ich hab das aufs Lenkrad geguckt. Wir waren schon letzte Runde unter einer Minute bei der Sektormessung für eben Sektor 2. Wir waren jetzt zwar näher außen, näher an der Außenkante, aber gefühlt war das langsam. Zu schnell hier mittendrin. Hinter uns ist nichts zu sehen. Bin ich die Kurve zu mittig angefallen, jetzt bin ich in der Kurve zu weit außen. Und richtig viel Schwung verloren, das geht richtig auf die Zeit. Das war auch nicht gut. Oh Mann, was ist das für eine Kackrunde? So richtig kacke. Ich denke, jetzt wird es etwas besser sein als Sektor 2, aber mal gucken. Ja. ...34,34,0. Hm,
Das war nicht gut über den Randstein, ja. Vorsprung, aber ich denke mal, mit dem Ausgang haben wir Zeit verloren. Unter einer Minute sollte es aber Stand jetzt trotzdem noch sein. Ach, sogar schneller. Aktuell sind wir 11. Und nur noch 4 auf der Strecke. Weiß nicht, ob das schneller war, werden Sie gleich sehen. Noch 3 Autos auf der Strecke. Okay. Und immer noch 11. Keine schwarze Flagge. Wenn das jetzt eine Zwischenbestzeit geben sollte, dann mache ich im zweiten Sektor bewusst langsam. Er war nicht so weit draußen, also nicht so weit draußen, dass das Kiesbett rauchen, stauben musste, oder? Das war, glaube ich, nur die Wiese. Jo. Da will was rausfahren. Ist aber kein Schwarz-Gelber. Das ist ein Schwarz-Gelber. Sauer. Schade. Jetzt habe ich hier wieder keinen so guten Schwung. Das ist schon eine Menge Holz. Sehr früh aufs Gas gestiegen, leider auf die Wiese gekommen, aber vielleicht war es ja noch genau richtig. Das war, glaube ich, zu viel des Guten.
Zu langsam. Dann kommen wir diese Runde rein. Und was das sein... fährt vielleicht gerade nicht in der Runde nicht so gut. Was sein muss, muss sein. Ein Neben, ein Herfahren mit dem Jordan. Absolut gestellt. Gebe ich natürlich zu, weil was kann ich da abstreiten? Ein Jordan im Bild. Yeah. Ich notiere mir mal die Zeit. Mal gucken, ob wir die im Qualifying schaffen. Wenn die Strecke nicht mehr so grün sein sollte und der Wagen ja nochmal ein Ticken leichter ist und die Reifen auch noch etwas besser sind. Der Unterboden hat sich leicht abgenutzt. Wir sind 14. Klingt jetzt erstmal nicht so schön, aber das muss ja noch gar nichts heißen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.